Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Und heute haben wir mal wieder die Premier League Spieler des Monats Prognose für die Squad Building Challenge, die jeden Monat einmal kommt und wo wir wirklich sehr viele Coins machen können und damals auch mit der Heung-min Son Karte extrem viele Coins generiert haben. Und heute gibt es eine kleine Vorauswahl zwischen drei Spielern, die ich euch nenne, wo ich denke, diese Spieler könnten Spieler des Monats werden, und dann werde ich in naher Zukunft dann mich irgendwann auf einen Spieler festlegen. Und ich glaube, ich habe auch den Spieler gefunden, der da ganz gute Karten hat, Spieler des Monats zu werden. Vorher will ich euch aber noch ganz kurz auf ein anderes Video von mir aufmerksam machen, und zwar zu meiner Team of the Week Sniping Methode, weil da habe ich gesehen, die Aufrufzahlen sind da nicht so hoch wie bei meinen anderen Videos. Und da finde ich das sehr schade, weil ich finde den Trading-Tipp sehr gut. Da kann man wirklich mit 20 Minuten Aufwand, ja, in der Regel macht man da 20.000 Coins mit 20 Minuten Aufwand. Und deswegen finde ich es echt zu schade, wenn man da dieses Video nicht gesehen hat. Den Link, den haue ich euch hier oben rein. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Genauso könnt ihr auch mal meine Facebook-Seite liken, die. Ja, den Link, den haue ich euch auch in die Beschreibung rein. Da werdet ihr sofort informiert, wenn ein neues Video rauskommt, wenn eine neue Squad Building Challenge Prognose rauskommt oder auch Squad Building Challenges von mir gelöst werden. Dann schicke ich euch auch Fotos auf die Facebook-Seite, wie man diese Squad Building Challenge lösen kann, weil ich ja dazu meistens keine Videos rausbringe, da das einfach meistens dann zu lange dauert, bis das Video draußen ist und dann meistens die Preise für diese Spieler schon zu teuer sind. Deswegen habe ich das so gelöst, ich will das jetzt einfach auf meiner Facebook-Seite da Fotos reinschicken und dann könnt ihr es da einfach sowas sehen. So, und ich würde sagen, wir fangen aber jetzt an mit dem Player of the Month oder wie sie heißen, der ersten Spieler des Monats ist auch mein klarer Favorit momentan. Wenn ihr andere Spieler habt, wo ihr denkt, die könnten Spieler des Monats werden, schreibt mir das doch in die Kommentare. Denkt dabei, dass in diesem Monat nur drei Spiele in der Premier League waren, und da hat Matthew Phillips 2 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Von 8 Toren war er an 5 Toren, oder ne, von 7 Toren war er an 5 Toren beteiligt von West Brom. Ich guck gerade noch mal. Genau, also der war wirklich maßgeblich an den letzten Erfolgen beteiligt, und ich habe euch auch die Tore und Vorlagen, also die letzten Spielezusammenfassungen hier in die Beschreibung ein paar Links dazu gebracht, wo ihr die Tore und Vorlagen von den jeweiligen Spielern euch anschauen könnt. So, jetzt aber, welche Spieler könnten hier interessant werden? Das sind auf jeden Fall bei der schottischen Nationalmannschaft, die Matthew Phillips halt, wo Matthew Phillips halt dazugehört. Er ist halt schottischer Spieler oder kommt von einer schottischen Nation, und das Interessante an dieser schottischen Nation ist natürlich, dass es wie bei der südkoreanischen Nation, wo Heung-min Son dazu gehört hat, dass da einfach Silberspieler dabei sind und also Positionen sind, wo es keine Goldspielerkarten gibt, und da können wir richtig viele Coins machen. Und da sind natürlich wieder die Innenverteidiger interessant. Es gibt keinen goldenen Innenverteidiger aus Schottland, und deswegen wird diese Position sehr interessant werden, weil in der Regel ist die Innenverteidigerposition oder die ist normalerweise in jeder Aufstellung vorhanden. Das ist relativ logisch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Man hat in der Regel immer zwei Innenverteidiger und manchmal auch drei. Es kann natürlich sein, dass EA diese Position streicht, wie sie es schon mal gemacht haben. Aber ich glaube es eigentlich nicht, und ich glaube, die Innenverteidigerposition könnte sehr interessant werden. Und da kann man sich auf jeden Fall von den Silberspielern welche holen. Momentan ist das Schöne noch, dieses Video kommt ja sehr früh raus. Also wir haben ja noch jede Menge Zeit, bis da die Spieler steigen sollten. Deswegen kann man die momentan so günstig bekommen, dass man da auf gar keinen Fall Verlust macht. Und wenn man diese Spieler für 150 bis 200 Coins bekommt, dann kann man seine Coins extrem vervielfachen. Also wenn wir den für 200 Coins bekommen und wir werden den danach für 4.000 bis 5.000 Coins verkaufen, dann seht ihr schon, die Gewinnspanne liegt so groß, ihr könnt eure Coins wirklich verzwanzigfachen bei diesen Silberkarten, sollte man diese halt auch brauchen im Endeffekt. Das liegt natürlich dann immer daran, was EA sich überlegt. Also guckt euch auf jeden Fall die Position an, wo es nur Silberkarten gibt. Hier in dieser Ausstellung wäre es halt Innenverteidiger,
Rechtsverteidiger und hier die linke Mittelfeld- oder linke Flügelkarte. Da gibt es keine Goldspielerkarten. Auf der rechten Flügelseite, da gibt es nur einen goldenen rechten Mittelfeldspieler. Ansonsten gibt es da auch nur Silberspieler, aber da könnte auch die Goldspielerkarte interessant werden, weil es eben nur die einzige Goldspielerkarte auf der Position ist. Die Linksverteidigerkarte war, glaube ich, auch nur eine Goldspielerkarte. Da kann man natürlich dann auch die Goldspielerkarte holen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nochmal. Aber ich würde euch empfehlen, da auf die Silberspielerkarten zu gehen, weil erstens die Goldspielerkarten, die steigen schneller, weil die Leute sich die Goldspielerkarten holen und die wenigsten daran denken, dass die Silberspielerkarten viel wertvoller werden, weil es, also da gibt es ein ganz einfaches Gesetz. Goldspielerkarten, da ist jetzt momentan will keiner eine Silberspielerkarte aus Schottland haben. Wenn man mal überlegt, die Nachfrage jetzt einfach so nach selten oder nach Silberspielern aus Schottland ist natürlich sehr gering. Da ist die Nachfrage nach goldenen Spieler aus Schottland natürlich schon höher, weil es tatsächlich ja auch da Spieler gibt, die in der Premier League spielen, wie jetzt hier MacArthur oder was es halt da auch alles gibt, ne? Da gibt es natürlich Spieler aus der Premier League und da sind die goldenen Spielerkarten natürlich auch relativ oder sagen wir mal mäßig gefragt. Die Silberspieler haben momentan gar keine Nachfrage, aber sie sind auch deutlich seltener. Aber dadurch, dass sie gar nicht gefragt sind, sind die Preise momentan absolut im Keller. So ist das halt bei silbernen Spielern. Und die Goldspielerkarten, die gibt es zwar mehr, aber da ist die Nachfrage auch mäßig. Und jetzt wird natürlich irgendwann das passieren, dass man diese Karten dann braucht, sobald die Squad Building Challenge draußen ist. Und dann wird genau das passieren, dass die Nachfrage bei den Goldspielerkarten von mäßig nach ganz nach oben geht. Und das Angebot aber immer noch relativ hoch ist. Bei den Silberspielern wird es aber dann so sein, dass die Silberspieler von einer niedrigen Nachfrage zu einer sehr hohen Nachfrage geht, aber das Angebot bleibt relativ niedrig. Und das heißt natürlich, dass der Sprung von den Silberspielerkarten deutlich höher ist als bei den Goldspielerkarten. Und so macht ihr einen viel größeren Gewinn und könnt wirklich da richtig viele Coins mitmachen. So, das war's zu Matthew Phillips. Jetzt kommen wir zum nächsten Spieler. Ich mache hier noch kurz einen Schnitt rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich wollte kurz einen Schnitt reinmachen, weil ich mir selber gerade noch mal angucken wollte, wie deutlich das jetzt rüberkam. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich das jetzt alles gemeint habe. Wenn es Fragen gibt, schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich bin da teilweise etwas undeutlich, glaube ich, geworden. Aber im Endeffekt, glaube ich, war es so in Ordnung, dass man es verstehen konnte. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter zum nächsten Spieler. Und das könnte sein, ja, Diego Costa, der hat 2 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Und bei Diego Costa wird es so sein, der ist natürlich spanischer Nationalspieler. Bei dem wird es natürlich wahrscheinlich so sein, dass man wieder ein Team aus Spanien braucht, was allerdings eine Bewertung von 84 braucht, wie es bei Eden Hazard so war. Und deswegen habe ich hier mal ein Team gebaut, wie das etwa aussehen könnte, aus spanischen Spielern, die eine Bewertung von 84 hat. Und interessant könnten da einige Positionen auch wieder sein, aber vorher will ich euch sagen, kauft, wenn ihr da jetzt Spieler schon kaufen wollt, kauft die nicht jetzt, kauft die erst sobald diese Cyber Sale Squad Building Challenges vorüber sind. Weil zum Beispiel ein Pepe Reina, der kostet aktuell etwa 5000 Coins, aber der kostet normalerweise, wenn keine Squad Building Challenge ist, wo man den braucht, bekommt ihr den tatsächlich um den Abstoßpreis. Also wir werden sehen, wie sich der Preis entwickelt, nachdem die Squad Building Challenge jetzt vorüber ist. Aber vor der Squad Building Challenge war ein Pepe Reina um den Abstoßpreis zu haben. Und dann wäre der natürlich super für diese Squad Building Challenge. Wenn ihr ein Pepe Reina, einen 84er Torhüter für 700, 800 Coins bekommt, da habt ihr natürlich eine ganz tolle Karte bekommen, mit der ihr ordentlich Gewinn machen könnt. Und deswegen wartet auf jeden Fall da ab. Ansonsten gibt es noch interessante Spieler hier auf der Rechtsverteidigerposition. Da gibt es Carvajal und Juanfran. Das sind die beiden 83er-Spieler, das sind die beiden stärksten Rechtsverteidigerspieler.
Und ich glaube auch, dass man in der spanischen, also sollte diese Aufstellung oder diese spanische Mannschaft gefragt sein, glaube ich, dass hinten auch eine Viererkette stehen wird, weil es einfach da in der Innenverteidiger gibt es nur Ramos und Puyol, die sind aber ziemlich hoch gewertet oder sind ziemlich viel wert, deswegen glaube ich, dass man da nicht drei Innenverteidiger brauchen wird, weil es da einfach relativ schwierig wird, diese Aufstellung zu machen. Aber ich kann es euch jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht genau, was EA sich überlegen wird. Kann natürlich sein, dass sie es extra machen, weil eben Diego Costa da eine sehr teure Karte oder eine wertvolle Karte wird. Da kann es natürlich sein, dass EA auch sowas machen wird. Auf jeden Fall interessant sind die zentralen Mittelfeldspieler. Ob es jetzt ZDM, ZM oder ZOM ist, wird, glaube ich, relativ egal sein. Schön ist es, wenn ihr vielleicht dafür auch noch Formationskarten, also Umwandlungskarten habt, um die auf die entsprechende Position umwandeln zu können. Sollte man eben wie hier keine ZM-Karten, sondern nur ZOM und ZDM-Karten brauchen, dann könnt ihr zum Beispiel einen Thiago oder einen Koke umwandeln. So, ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Formation mit nur zentralen Mittelfeldspielern kommen könnte, weil die Außenpositionen auch nicht stark vertreten sind. Aber wie gesagt, was EA sich überlegen wird, weiß man vorher nicht. Auf jeden Fall gibt es im zentralen Mittelfeld auch ein paar Spieler, die da interessant sein könnten. Xabi Alonso, Thiago und vor allem auch Koke sind eigentlich relativ günstig, wenn die Squad-Building Challenge halt vorbei ist oder vor der Squad-Building Challenge waren die halt sehr günstig zu haben. Ansonsten im Sturm gibt es auch noch Aduris, den kann man sich auch mal anschauen, wie da der Preis aussieht. So, das war jetzt diese spanische Mannschaft. Da seht ihr schon, da ist es etwas schwieriger. Oder da ist es so, da gibt es jetzt nicht wie bei der schottischen Aufstellung den einen Spieler, der da komplett explodieren könnte. Hier wird eher, glaube ich, die Rechtsverteidigerposition am interessantesten sein. Oder auch Pepe Reina, mit dem man viele Calls machen könnte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon wieder zur nächsten Karte. Ihr könnt natürlich euch auch angucken, Spieler von Chelsea jetzt zum Beispiel oder bei Matthew Phillips einfach Spieler von West Brom. Das ist natürlich relativ egal. Ich mache das immer mit den Nationalitäten, weil das für mich einfach am einfachsten und am sichersten irgendwie hatte ich damit immer am meisten Erfolg. Deswegen mache ich das so. Aber ihr könnt natürlich selber schauen, womit ihr eure Calls machen wollt. Das ist euch natürlich überlassen. So, wir gehen jetzt zum letzten Spieler, das ist Sergio Kun Aguero, der hat drei Tore gemacht. Ja, ob der jetzt Spieler des Monats werden könnte, das weiß ich nicht genau, aber er ist auf jeden Fall, hat der noch die meisten Torbeteiligungen von den Spielern, die ich jetzt so gefunden habe. Es gibt noch Harry Kane, der auch drei Tore geschossen hat, aber da waren zwei Elfmeter dabei, deswegen glaube ich nicht, dass Harry Kane da eine Chance haben wird. Ich hoffe, man hört nicht, dass ich immer noch verschnupft bin, weil ich bin immer noch krank. Ja, ich hoffe, dass man es in der Aufnahme nicht hört. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei der argentinischen Aufstellung und zwar ist hier auch der Torwart sehr interessant, weil der 82er Torwart Rulli hier, der ist der stärkste Torhüter der argentinischen Nationalität. Und der könnte natürlich auch sehr interessant sein, weil der natürlich jetzt auch schon vom Preis sehr günstig ist. Wenn wir jetzt mal Spieler auf Transfermarkt suchen gehen, seht ihr, der ist relativ günstig zu haben. Ich glaube, den bekommt ihr auch für unter 1000 Coins, werdet ihr den bestimmt ohne Probleme bekommen. Und sollte Aguero halt eine Spieler des Monats Karte bekommen, wird diese Karte extrem steigen, weil es eben die wertvollste Torwart oder die beste Torhüter Karte wird, es sei denn, EA streicht diese Position einfach mal, was ich mir aber da eher nicht vorstelle. So, hier könnte ich mir gut vorstellen, dass man drei Innenverteidiger braucht, weil es keine guten Außenverteidiger gibt und es in der argentinischen Nationalität sowieso relativ schwierig ist, da eine 84er Bewertung zu bekommen mit Spielern, die jetzt nicht übertrieben teuer sind. Wer auf jeden Fall interessant sein sollte, gibt es eine Dreier Innenverteidigung, würde es auf jeden Fall auch Außenspieler geben. Das ist relativ logisch und da ist Lamela sehr interessant, weil er der stärkste rechte Mittelfeld oder rechte Flügelkarte ist, die man sich normalerweise leisten kann. Weil es gibt ansonsten nur noch Di Maria und Lionel Messi
Und die wird sich keiner für diese Aufstellung da kaufen. Jeder wird gucken, was gibt es für eine Alternative. Und es gibt die beste Alternative halt, ist da Lamela. Deswegen wird der auf der Position auch am stärksten steigen. Ja, ansonsten vorne könnte Mauro Icardi und Duque Tevez ist wahrscheinlich schon relativ teuer. Das kann ich jetzt mal gucken. Ah ne, okay. Ja, da könnte man die beiden Stürmer holen. Da wird wahrscheinlich Icardi die interessantere Wahl sein. Ansonsten seht ihr hier, was ich im Mittelfeld habe: Banega und Pastore und Biglia oder wie er heißt. Ja, bei ihm weiß ich jetzt nicht genau, ob der jetzt stark steigen wird. Den kann man aber auf jeden Fall in so eine Aufstellung mit reinholen. So bekommt man trotzdem noch die 84er Bewertung. Und er ist der stärkste Sechser, glaube ich, in der argentinischen Nationalität. Und ja, das war die Aufstellung. Links habe ich noch Gaetan, das ist der beste linke Mittelfeldspieler, den man relativ günstig bekommt. Oder generell vielleicht der beste linke Flügelspieler. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht genau auswendig. Auf jeden Fall, so sieht diese Aufstellung aus. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr denkt, welcher Spieler könnte Spieler des Monats sein. Habt ihr vielleicht noch einen Spieler, den ich nicht genannt habe? Das sind halt jetzt die drei, die mir am auffälligsten war. Wie gesagt, ihr könnt euch die Tore, die Vorlagen, die Highlights der letzten Spiele angucken, indem ihr einfach mal auf die Links geht, die ich euch in die Beschreibung reinhaue. Das sind einfach Videos von anderen YouTubern, die halt die letzten Spiele davon die Zusammenfassung auf YouTube reingestellt haben. Und dann diskutiert bitte fleißig unter meinen Kommentaren, um mir vielleicht auch nochmal, ja, damit ich auch eher vielleicht auf die Idee komme, welcher Spieler das dann im Endeffekt wirklich wird. Wie gesagt, mein Favorit ist momentan Matthew Phillips, weil er erstens mal von der Mannschaft ist, die nicht so stark ist wie Chelsea oder Man City, weil das ist ja auch der erste und zweite, glaube ich, momentan der Tabelle. Und West Brom ist da deutlich weiter unten in der Tabelle und hat auch noch die meisten Torbeteiligungen von den drei Spielern, die ich euch genannt habe. Ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video. Kommentiert, gelasst mir einen Daumen nach oben da. Konstruktive Kritik ist immer gut für mich. Und wenn euch sowas hier gefällt, wenn ihr weiter solche Prognosen sehen wollt, ob es die Spieler des Monats Prognose oder auch die Top-Partien Prognose, die ich auch regelmäßig rausbringe, wenn euch sowas interessiert, lasst mir doch ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!